6 Uhr morgens. Hauslehrer Mosela schläft noch fest. Sein Schnarchen ist legendär im Haus. Selbst das Küchenmädchen hat schon davon gehört, ohne je oben gewesen zu sein. Morgen Abend. Schläft der Mosela noch? Den wecke ich gleich, ja. Hört man den? Der lässt den ganzen oberen Gang wackeln. Gehen wir jetzt alle mal lauschen. Ja, los. Ich geh sowieso gleich noch mal runter, sage ich euch Bescheid. Er schnarcht nicht immer, ne? Es kann auch sein, dass ihr leer ausgeht. Wollt ihr jetzt hoch? Ja, jetzt hoch. Also. Zeit. Das niedere Gesinde hat im ersten Stock nichts verloren. Außer um zu arbeiten. Die Mamsell bereitet sich noch auf den Tag vor. Sie schwört auf eine exotische Lehre, die um 1900 von vollbärtigen Indern nach Deutschland gebracht wird. Yoga. Jeden Morgen eine Stunde gibt Kraft bis in den Abend. Kraft, die auch die Gouvernante gut brauchen könnte. Sie lebt Wand an Wand mit dem Hauslehrer. Ach, Mademoiselle, Sie wollen mich verlassen? Natürlich, Sie waren so laut diese Nacht. So laut? Ja. Sie haben so geschnarcht, das war unerträglich. Unerträglich? Ja, zum Glück habe ich noch ein anderes Zimmer. Na wunderbar, Mademoiselle. Ich hoffe, Sie fühlen sich da auch wohl. Ihr neues Zimmer liegt zum Glück weit weg. Sie wird das Gästezimmer der Herrschaften beziehen. Hauptsache, kein Schnarchen mehr. So, hier ist das Zimmer. Wo darf ich Ihnen die Koffer hinstellen? Vielleicht hier, ja, da ist Platz. Dankeschön. So. Hier riecht es auch etwas anders, ne? Und die Blumen? So, jetzt werde ich natürlich nur an Sie denken, wenn ich diese Blumen ziehe. So, dankeschön. Wenn das mal keine Albträume gibt. Apropos Albträume, wie schlafen Sie unter diesem Wattenteppich? Sagen Sie mal. Werde ich morgen früh Ihnen sagen. Ja, aber versprochen, ja? Ja. Mademoiselle, was werden Sie eigentlich machen, wenn die Kinder schnarchen? Werden Sie dann noch weiter umziehen? Ja, dann gibt es noch den Garten. Das wäre die letzte Möglichkeit. Ja, wenn das Wetter so gut bleibt, umso besser. Ja, gut. Kommen Sie. Scheiße. Wir haben bestimmt schon 10-mal versucht jetzt. Mit zu wenig Liebe gemacht. Halt noch mal hoch, das muss gehen. Mach. Renn noch mal ein Stückchen. Die Burschen haben sich unerlaubt von der Arbeit entfernt. Sie haben so gut wie nie Freizeit. Einmal die Woche ein halber Tag, um in die Kirche zu gehen. Was sie nicht wissen, die Mamsell ist fertig mit Yoga. Tim! Sepp! Tim, Sepp! Noch mal ohne Schwanz? Ja, ohne Schwanz geht's nicht. Gar nicht? Ja, mach. Ah, Moment. Das passiert ohne Schwanz. Das ist nicht euer Ernst, oder? Kommt mal mit gleich in die Küche. Findet ihr das richtig, dass ihr Drache steigen lässt, während alle anderen hier im Haushalt arbeiten? Nein. Nein. Und wie kommt es zu dieser Extravaganz mitten am Vormittag? Weil ich es kaum erwarten konnte, diesen Drachen auszuprobieren. Und weil der Wind so gut stand. Ich muss euch dafür leider eine Zusatzarbeit aufbrummen. Abmarsch zum Holzsägen. 2 Stunden Holzhacken. Für 10 Minuten Freiheit. Hätte man mit rechnen können. Ich habe mit mehr gerechnet. Ich habe schon überlegt, so jetzt kommt so, ihr kriegt die nächsten 2 Wochen nichts keinen Mittagsschlaf und bla bla bla. Das wäre eine Strafe gewesen, ey. Holzsägen ist allerdings stupide genug. Sie müssen jeden Tag ran. Die Öfen fressen Holz, die Kochmaschine frisst Holz. Holz ist die einzige Energiequelle. Und es gibt nie genug davon. Aber sie können sich nicht wirklich beschweren, denn die Burschen sind die heimlichen Lieblinge der Mamsell. Die wahren Arbeitstiere sind die Dienstmädchen.
Nach 3 Wochen Zeitreise haben sie dicke Hornhaut auf den Fingern und Muskeln am ganzen Körper. Nur ihr Kopf wird nicht gefordert. Im Prinzip waren die Mädchen der damaligen Zeit, 1906, waren kleine Maschinen. Das waren Maschinen. Spülmaschinen, Wasserpumpen, Mahlmaschinen, Wasser-Raustragemaschinen. Ja. Es waren wirklich, es ist eine total maschinelle Arbeit und der Mensch funktioniert wie eine Maschine. Nun steht auch noch die große Wäsche vor der Tür. Wahre Kleiderberge. Dreckwäsche ohne Ende, Arbeit ohne Ende. Also ich möchte nicht als Frau 1906 geboren sein, wirklich nicht. Ich auch nicht. Da bin ich. Und also als Frau, als arme Frau, wenn man direkt im Adel geboren wird, das ist auch nichts Feines gewesen. Nicht vergleichbar mit heute, aber als Arme, als Gesinde geboren zu werden, das ist hart. Herr Weber nähert sich zum ersten Mal dem Lieblingstier aller Gutsherren. Ich bin früher sehr, sehr viel geritten, aber das letzte Mal auf dem Pferd gesessen habe ich vor 24 Jahren exakt. Aber ich gehe hier nicht raus, ohne hier einen perfekten Ritt durchs Gelände absolviert zu haben. Sollte es jetzt einen spektakulären Unfall geben, leite ich das Gut weiter. Gnäfrau. Bring mir mal einen Steristrip. Das war die Schnalle. Hast du ein Pflaster? Ja, zeig doch mal erstmal, wo das ist. Oh, halt mal die Tasche. Das ist nicht dezent. Ist trocken, oder? Aber ein Pflaster sollte man drauf machen, sonst läuft das immer wieder runter. Vom Pflaster will Herr Weber nichts wissen. Ihn hat der Ehrgeiz gepackt. Ja, komm, ich verschaffe nicht mehr. Nein. In der Waschküche laufen die Vorbereitungen für den Waschtag an. Was eine moderne Waschmaschine in ein paar Stunden schafft, dauert um 1900 Tage. Waschtag ist alle 3 Wochen. Und alle 3 Wochen würde man die dreckige Wäsche lieber dreckige Wäsche sein lassen. Doch die saubere Kleidung geht aus. Ja, dann nehme ich jetzt meine dreckige Bluse und tue sie zu den Bergen von anderer Wäsche und bedauere das Personal unendlich, weil es hat jetzt noch unendlich viel mehr zu tun als ohnehin schon vorher. Wie früher kommt Hilfe aus dem Dorf. Ich komme. 2 Frauen mit Erfahrung. Dann kommen Sie doch mal rein. So, da haben wir jetzt das Corpus Delicti, die Waschstube. Das heißt, hier ist unser Waschkessel. Da haben wir schon gestern die Weißwäsche, das Schmutzige reingemacht. Es ist einfach so, dass durch den Ruß und durch das Holz und durch die Erde, es sind also kein Dreck, der eigentlich wirklich unappetitlich ist, würde ich mal sagen. Und es ist halt, ne, von der Arbeit. Ein Waschkessel, 2 Waschbretter, Kernseife und die eigenen Hände, um zu schrubben. Damit müssen sie die Wäscheberge abtragen. Oder wir machen hier wieder das runter, das Wasser. Das ist ja schon ganz schön dunkel. Wir machen neues Wasser drauf, ne? Okay, ja. Hunderte Liter Wasser werden sie verbrauchen. Und jeder Liter muss in das Haus rein und wieder hinausgeschleppt werden. Oh, okay, alleine oder? Nee, ich muss mal wurschen. Ja, dann geht das, ja. Tim! Ja, der wusste, dass er helfen muss. Boah, es ist nicht zu passen. Dürft ihr schon wieder Mittagsschlaf halten? Ja. Boah, echt, ihr steht eine Dreiviertelstunde später auf als wir, ne? Ja. Ihr, warum steht ihr denn zum Beispiel nicht um 5:30 auf? Wir stehen um 5:20 auf, weil sonst die Herrschaft nichts pünktlich hat. Ihr müsst einfach mehr das machen, was die Mamsell sagt. Eigeninitiative ist hier nicht gefragt, verdammt nochmal. Ja, machen Sie ja. Und dann, ja, wir kriegen das noch nicht mal alles hin, was die Mamsell sagt, so viel ist das. Echt, das ist nicht zu glauben. Aber nicht so viel reden, bitte. Boah, ihr Säcki, Alten. Wir machen nur das, was die Mamsell uns sagt. Ja, wir machen. Und wenn wir. Sie sagt, geht eine 30 Minuten schlafen, dann machen wir das doch. Das auch. Wenn man sie sagt, sägt 80 cm Holz, dann machen wir das auch.
Musst einfach immer Ja sagen, das ist das Einfachste. Dann läuft einfach alles. Immer lächeln und ja. Ja, Mamsell, ja. Nacht, Svenja! Also, dass die manchmal Mittagsschlaf kriegen, das habe ich ja irgendwo, okay, Holzhacken, gut. Aber nicht so. Ist das Schmutzwasser? Ja. Schon ganz schöner Akt. Und wenn man dann auch überlegt, wie die herrschaftliche Familie, die jeden Tag gerne frische Unterwäsche anzieht und so. Also ich glaube, die kann sich gar nicht vorstellen, was das überhaupt heißt. Svenja und die beiden Waschfrauen sind schon nach ein paar Stunden genervt. Die Wäsche will nicht sauber werden. Schrupp und hier nicht reden, schneller gehen, laufen. Das muss bis zum Abend fertig sein. Es ist mehr so Kaffeekränzchen 2004. Das muss heute Abend fertig sein. Ich weiß nicht, wie viele Tonnen an Wäsche. Das ist völlig illusorisch. Als Mamsell kriege ich Zustände. Ich muss mich echt... Der erste Tag vorbei und nicht mal ein Zehntel Wäsche geschafft. Der nächste Tag beginnt auch nicht besser. Und dann macht sich Verzweiflung breit. Der Berg schmutziger Wäsche wird eher größer als kleiner. Mit der Wäsche läuft es total beschissen. Weil sie nicht sauber wird. Mehr Leute, also das schaffen die zwei Frauen nicht hier. Bei aller Liebe nicht. Unser Wäscheproblem hat sich nicht gelöst. Es ist schier unmöglich, diese Massen mit der Hand gewaschen zu kriegen. Und jeden Tag kommen mehrere dazu. Also wir bitten um eine Stunde null, damit man die ganze Wäsche wieder auf Anfang bringt. Und dann versuchen wir es auf ein neues, indem wir dann täglich einweichen, waschen und Wäschezeit einkalkulieren werden. Der Hilferuf der Mamsell wird erhört. Ist die Wäsche der Herrschaft? Ja. Tag. Alles? Guten Tag, das ist wohl alles, ja. Vom Diener. Gut, das besonders bitte. Besonders pfleglich zu behandeln, gut. Die weißen Oberhemden. Wir werden das Stärken und Plätten. Dankeschön. Also ja, wir sind für die Kunden da. Ne? Ja, vielen Dank. Und ich hoffe, es geht so schnell wie möglich. Ja. Wir sind Ihnen sehr zu Dank verpflichtet. Und Sie wissen gar nicht, was Sie uns für eine Freude bereiten. Bitte schön. Schönen Tag noch. Ganz sicher. Wäsche 1900. Gescheitert. Im Haus wartet neuer Ärger. Also schauen wir noch mal. Ja, die sehen nicht gut aus. Welche sind schlimmer? Das sind diese hier, die so arg schlimm sind. Oh. Die müssen unbedingt raus. Oh Gott. Also, das ist ja schon Grünschimmel. Kann niemand mehr essen. Nein, die müssen weggeschmissen werden. Und die anderen, die alle kaputt sind, auch. Die gesamte Mettwurst ist verschimmelt. Blut- und Leberwurst sind angegriffen. Niemand weiß so recht, wie das passieren konnte. Toll. Vielleicht die Feuchtigkeit im Keller während der großen Wäsche. Sicher ist nur, um 1900 sind diese Würste echte Schätze. Die Kronjuwelen der Vorratskammer. Wo soll ich die Schüssel mit den Würsten jetzt hintragen? Auf den Kompost? Oder? Ich würde die nicht so verschimmelt ist, kleinschneiden und die würde ich vielleicht den Hühnern mal. Wir probieren es mal. Tu mal eine kleinschneiden, den Darm weg und schauen, wie die Hühner darauf reagieren. Wurst für die Hühner? Ulrike hatte immer gehofft, die seien Vegetarier. Scheinbar essen sie doch. Die fressen alles. Absolut alles. Schade drum, ne?
haben schon ein ganzes Schwein, dass er jetzt umsonst getötet wurde. Glaube ich nicht. So, tut uns leid. Eine schöne Wurst. Ruhe und Frieden. Amen. Amen. Warum sollen das denn nicht die Hühner fressen? Was? Die Mamsel ist sonst auch immer so scharf drauf, dass alles die Hühner kriegen. Ach, da verschimmeln die auch noch. Jetzt wächst da ein Wurstbaum. Morgen. Ja, das reicht. Fertig. Im Haus haben die jungen Herren Schulschluss. Punkt 13 Uhr gibt es Mittagessen. Ein fixer Termin auf der Tagesordnung. 3 Gänge mecklenburgische Landkost. Kartoffeln und Fleisch, Fleisch und Kartoffeln. Was? Das scheint überhaupt nicht. Ich darf dann mal bitten. Die Tischsitten sind streng. Regel Nummer 1 für die jungen Herren: Kind am Tisch, stumm wie ein Fisch. Das ist nicht einfach umzusetzen. Und nicht nur das. Gnädiger Herr, darf ich servieren? Grandios. Auch die Suppe sollte heiß serviert werden, meint der Hauslehrer. Die Suppe wird kalt. Die Suppe, haben Sie die in den Kühlschrank gestellt? In die Kältekammer? Arndt ist sauer. Du sitzt da und verzerrst die Miene und schneidest Grimassen. Und ich sehe das natürlich, aber ich habe ja überhaupt keine Chance, darauf zu reagieren, weil ich noch die restlichen 8 Gäste bedienen muss. Ja. Ja, und du musst dich auch mal daran gewöhnen, dass wir hier nicht im Waldorf Astoria sind, sondern dass das hier ein Gutshaus ist, das heißt ländliche Umgebung. Und wir sind kein First-Class-Hotel. Und du hast es auch nicht mit Personal zu tun, das geschultes Hotel- und Gastronomiepersonal ist, sondern du hast es mit Leuten zu tun, die absolute Amateure sind. Du musst dich ein Stück weit am Riemen reißen, auch unter der Perspektive, dass du hier nämlich auch wirklich nur Gast bist. Ich weiß nicht, was Gast heißt. Doch, nach der Gutsherrenfamilie bin ich die privilegierteste Person. Ja, das ist schon in der Rangordnung selber. Laut aber Merkbuch. Aber du bist also jederzeit kündbar. Und ja, dir steht doch zu doch Tisch. Auch. Ja, natürlich. Doch auch. Aber dir steht zu Tisch nichts. Also wenn ich Gutsherr wäre, wenn nur mal da, dann wäre meine erste mich zu entlassen. Ja. Hand, ich persönlich mache Ihnen doch keinen Sie können auch die Hauptspeise gar nicht heiß halten. Das Sie geht gar nicht. Sie da haben wir gar nicht die technischen Möglichkeiten. Sie beziehen das immer ständig auf sich. Ich beziehe es auf mich, weil es natürlich auf mich und aber da kann ich Ihnen nicht helfen. Nicht? Und Sie karren mir jetzt den ganzen Kram zu, ja, als hätte ich Sie höchstpersönlich für den ganzen Kram verantwortlich gemacht. Ich meine, ich muss mir ja Ihre Kommentare anhören. Nein, Sie höchstpersönlich sind beleidigt, aber das bedeutet doch nicht automatisch, dass Ihr Vorwurf, dass ich Sie beleidigt hätte, auch wirklich zutrifft. Ich bin nicht beleidigt. Ich sehe einfach nur, dass sie sich einfach unbegründet daneben benehmen. Also ich benehme mich gar nicht daneben. Doch. Also bisher hat der Gutsherr und die Gutsherrin so etwas nicht moniert. Das wusste ich, dass es so kommt. Weil klar ist, dass die Leute sich einfach nicht mit ihrem Platz in der Hierarchie würden abfinden können. Das können sie nicht. Sie können es nicht. Und in Ernstfall bleibe ich dabei, finde ich es mehr als überraschend, dass sich unterordnen ist eben doch schwer. Gut. Noch irgendwas, Mosler? Nein. Gute Nacht. Herr Weber hält Wort und wagt sich zum ersten Mal ins Gelände. Ein gutes Pferd ist das Statussymbol, der Mercedes unter den Tieren. Nach der Wurstpleite ist Mamsel Wiener vorsichtig geworden. Die Vorratskammern sind fast leer. Noch mehr verschimmeltes Fleisch kann sie sich nicht leisten. Es gibt gerade noch ein paar Schinken und das ungeliebte Pökelfleisch. Es liegt schon seit Wochen in der Salzlake und schmeckt auch so. Ah, oh, das ist schön. Mm.
schon wieder verschimmelt. Langsam wird es knapp mit dem Fleisch. Sag mal, Mädchen, ihr müsst einfach die ganze Wurst und den Speck kontrollieren. Es ist schon wieder was verschimmelt. Also immer, wenn ich reingehe, finde ich was. Schaut euch das an. Das ist beschissen, echt, weil das ist schon wieder so tief drinnen, der Schimmel. Kann ich im Prinzip, kann ich wegschmeißen. Sepp! Jawohl? Neues Begräbnis! Oh, du armer Schinken, Mamsi hat gesagt, ich soll ein christliches machen. Oh, du guter Schinken. Amen. Die Wurst verschimmelt, der Schinken begraben. Immer nur Pökelfleisch. Entweder man wird zum Vegetarier oder man sorgt für Nachschub. Doch Frischfleisch gibt es 1900 nur in einer Form. Lebend. Was ist das denn schönes Fleisch? Ja, was ist das für ein schönes Schwein? Hm? Mein Gott. Und ich soll mir da jetzt eins aussuchen? Ja. Ja, also euch da vorne nehme ich auf keinen Fall. Nein. Nein, das ist ja auch nicht so gutes wie ihr. Nein, das kann ich ja gar nicht. Hm? Eine schwere Entscheidung. Schlachten oder nicht schlachten. Und bedauere das Personal unendlich, weil es hat jetzt noch unendlich viel mehr zu tun als ohnehin schon vorher. Wie früher kommt Hilfe aus dem Dorf. Ich komme. Zwei Frauen mit Erfahrung. Dann kommen Sie doch mal rein. So, da haben wir jetzt das Corpus Delicti, die Waschstube. Das heißt, hier ist unser Waschkessel. Da haben wir schon gestern die Weißwäsche, das Schmutzige reingemacht. Es ist einfach so, dass durch den Ruß und durch das Holz und durch die Erde, es sind also kein Dreck, der eigentlich wirklich unappetitlich ist, würde ich mal sagen. Und dann ist es halt, ne, von der Arbeit. Ein Waschkessel, zwei Waschbretter, Kernseife und die eigenen Hände, um zu schrubben. Damit müssen sie die Wäscheberge abtragen. Oder wir machen hier wieder das runter, das Wasser. Das ist ja schon ganz schön dunkel. Und machen neues Wasser drauf, ne? Okay, ja. Hunderte Liter Wasser werden sie verbrauchen. Und jeder Liter muss in das Haus rein und wieder hinausgeschleppt werden. Oh, hey, nur mal Wurst. Ja, denke ich das, ja. Tim? Aber der wusste, dass er helfen muss. Boah, das ist nicht zu passen. Dürft ihr schon wieder am Mittagsschlaf halten? Ja. Boah, echt, ihr steht eine Dreiviertelstunde später auf als wir, ne? Ihr, warum steht ihr denn zum Beispiel nicht um 5:30 auf? Wir stehen um 5:20 auf, weil sonst die Herrschaft nichts pünktlich hat. Ihr müsst einfach mehr das machen, was die Mamsell sagt. Eigeninitiative ist hier nicht gefragt, verdammt nochmal. Ja, machen Sie von unseren, ja, wir kriegen das noch nicht mal alles hin, was die Mamsell sagt. So viel ist das. Echt, das ist nicht zu glauben. Aber nicht so viel reden, bitte. Boah, ihr Säcki, Alten. Wir machen nur das, was die Mamsell uns sagt. Ja, wir machen. Und wenn sie sagt, geht eine halbe Stunde schlafen, dann machen wir das doch. Auch. Wenn sie sagt, sägt 80 cm Holz, dann machen wir das auch. Du musst einfach immer Ja sagen, das ist das Einfachste. Dann läuft einfach alles. Immer lächeln und ja. Ja, Mamsell, ja. Nacht, Svenja! Also, dass die manchmal Mittagsschlaf kriegen, das habe ich ja irgendwo, okay, Holz hacken, gut. Aber nicht so. Das ist Schmutzwasser, Mann. Das ist nicht euer Ernst, oder? Kommt mal mit gleich in die Küche.
Findet ihr das richtig, dass ihr Drache steigen lässt, während alle anderen hier im Haushalt arbeiten? Nein. Nein. Und wie kommt es zu dieser Extravaganz mitten am Vormittag? Weil ich es kaum erwarten konnte, diesen Drachen auszuprobieren. Und weil der Wind so gut stand. Ich muss euch dafür leider eine Zusatzarbeit aufbrummen. Abmarsch zum Holzsägen. 2 Stunden Holzhacken. Für 10 Minuten Freiheit. Hätte man mit rechnen können. Ich habe mit mehr gerechnet. Ich habe schon überlegt, so jetzt kommt so, ihr kriegt die nächsten 2 Wochen nichts keinen Mittagsschlaf und bla bla bla. Das wäre eine Strafe gewesen, ey. Holzsägen ist allerdings stupide genug. Sie müssen jeden Tag ran. Die Öfen fressen Holz, die Kochmaschine frisst Holz. Holz ist die einzige Energiequelle. Und es gibt nie genug davon. Aber sie können sich nicht wirklich beschweren, denn die Burschen sind die heimlichen Lieblinge der Mamsell. Die wahren Arbeitstiere sind die Dienstmädchen. Nach 3 Wochen Zeitreise haben sie dicke Hornhaut auf den Fingern und Muskeln am ganzen Körper. Nur ihr Kopf wird nicht gefordert. Im Prinzip waren die Mädchen der damaligen Zeit, 1906, nur waren kleine Maschinen. Die waren kleine Maschinen. Das waren Maschinen. Spülmaschinen, Wasseratom, Malmaschinen, Wasser-Raustragemaschinen. Ja. Es waren wirklich, es ist eine total maschinelle Arbeit und der Mensch funktioniert wie eine Maschine. Nun steht auch noch die große Wäsche vor der Tür. Wahre Kleiderberge. Dreckwäsche ohne Ende, Arbeit ohne Ende. Also ich möchte nicht als Frau 1906 geboren sein, wirklich nicht. Ich auch nicht. Da bin ich. Und also als Frau, als arme Frau, wenn man direkt im Adel geboren wird, das ist auch nichts Feines gewesen. Nicht vergleichbar mit heute. Aber als Arme, als Gesinde geboren zu werden, das ist hart. Herr Weber nähert sich zum ersten Mal dem Lieblingstier aller Gutsherren. Ich bin früher sehr, sehr viel geritten, aber das letzte Mal auf dem Pferd gesessen habe ich vor 24 Jahren exakt. Aber ich gehe hier nicht raus, ohne hier einen perfekten Ritt durchs Gelände absolviert zu haben. Sollte es jetzt einen spektakulären Unfall geben, leite ich das gut weiter. Gnefrau. Bring mir mal einen Steri-Strip. Das war die Schnalle. Hast du ein Pflaster? Ja, zeig doch mal erstmal, wo das ist. Oh, halt mal da. Die Tasche. Das ist nicht der Strong, Cent. Ne? Strong. Aber ein Pflaster sollte man drauf machen, sonst. Ich will das noch mal hören. Morgen. Die Mamsell bereitet sich noch auf den Tag vor. Sie schwört auf eine exotische Lehre, die um 1900 von vollbärtigen Indern nach Deutschland gebracht wird. Yoga. Jeden Morgen eine Stunde gibt Kraft bis in den Abend. Kraft, die auch die Gouvernante gut brauchen könnte. Sie lebt Wand an Wand mit dem Hauslehrer. Ach, Mademoiselle, Sie wollen mich verlassen? Natürlich, Sie waren so laut diese Nacht. So laut? Ja. Sie haben so geschnarcht, das war unerträglich. Unerträglich? Ja, zum Glück habe ich noch ein anderes Zimmer. Na wunderbar, Mademoiselle. Ich hoffe, Sie fühlen sich da auch wohl. Ihr neues Zimmer liegt zum Glück weit weg. Sie wird das Gästezimmer der Herrschaften beziehen. Hauptsache kein Schnarchen mehr. So, hier ist das Zimmer. Wo darf ich Ihnen die Koffer hinstellen? Vielleicht hier, ja, da ist Platz. Dankeschön. So. Hier riecht es auch etwas anders, ne? Und die Blumen? So, jetzt werde ich natürlich nur an Sie denken, wenn ich diese Blumen ziehe. So, dankeschön. Wenn das mal keine Albträume gibt. Apropos Albträume, wie schlafen Sie unter diesem Wattenteppich? Hm? Sagen Sie mal. Werde ich morgen früh Ihnen sagen. Ja, aber versprochen, ja? Ja. Mademoiselle, was werden Sie eigentlich machen, wenn die Kinder schnarchen? Werden Sie dann noch weiter umziehen? Ja, dann gibt es noch den Garten. Das wäre die letzte Möglichkeit. Ja, wenn das Wetter so gut bleibt, umso besser. Gut. Kommen Sie. Scheiße. Wir haben bestimmt schon 10-mal versucht jetzt. Mit zu wenig Liebe gemacht. Halt noch mal hoch, das muss gehen. Mach. Renn noch mal ein Stückchen.
Die Burschen haben sich unerlaubt von der Arbeit entfernt. Sie haben so gut wie nie Freizeit. Einmal die Woche ein halber Tag, um in die Kirche zu gehen. Was sie nicht wissen, die Mamsell ist fertig mit Yoga. Tim! Sepp! Tim, Sepp! Nochmal ohne Schwanz? Ja, ohne Schwanz geht's nicht. Gar nicht? Ja, mach. Ah, im Moment. Das passiert ohne Schwanz. Das ist nicht euer Ernst, oder? Kommt mal mit gleich in die Küche. Toll. Vielleicht die Feuchtigkeit im Keller während der großen Wäsche. Sicher ist nur, um 1900 sind diese Würste echte Schätze. Die Kronjuwelen der Vorratskammer. Wo soll ich die Schüssel mit den Würsten jetzt hintragen? Auf den Kompost? Oder? Ich würde die, die nicht so verschimmelt ist, klein schneiden. Und, den, und mal die würde ich vielleicht den Hühnern mal. Wir probieren es mal. Tu mal eine klein schneiden, den Darm weg und schauen, wie die Hühner darauf reagieren. Wurst für die Hühner? Ulrike hatte immer gehofft, die seien Vegetarier. Scheinbar essen sie doch. Sie fressen alles. Absolut alles. Schade drum, ne? Haben schon ein ganzes Schwein, dass er jetzt umsonst getötet wurde. Glaube ich nicht. So, tut uns leid. Eine schöne Wurst. Ruhe und Frieden. Amen. Amen. Warum sollen das denn nicht die Hühner fressen? Die Mamsell ist sonst auch immer so scharf drauf, dass alles die Hühner kriegen. Ach, wir verschimmeln die auch noch. Mir ist extra ein Wurstbaum. Morgen. Ja, reicht. Fertig. Im Haus haben die jungen Herren Schulschluss. Punkt 13 Uhr gibt es Mittagessen. Ein fixer Termin auf der Tagesordnung. 3 Gänge mecklenburgische Landkost. Kartoffeln und Fleisch, Fleisch und Kartoffeln. Was? Das scheint überhaupt nicht. Ich darf dann mal bitten. Die Tischsitten sind streng. Regel Nummer 1 für die jungen Herren: Kind am Tisch, stumm wie ein Fisch. Das ist nicht einfach umzusetzen. Und nicht nur das. Gnädiger Herr, darf ich servieren? Grandios. Auch die Suppe sollte heiß serviert werden, meint der Hauslehrer. Die Suppe ist kalt. Die Suppe, haben Sie die in den Kühlschrank gestellt? In die Kältekammer? Arndt ist sauer. Du sitzt da und verzerrst die Miene und schneidest Grimassen. Und ich sehe das natürlich, aber ich habe ja überhaupt keine Chance darauf zu reagieren, weil ich noch die restlichen 8 Gäste bedienen muss. Ja. Ja. Und du musst dich auch mal daran gewöhnen, dass wir hier nicht im Waldorf Astoria sind, sondern dass das hier ein Gutshaus ist, das heißt ländliche Umgebung. Und wir sind kein First-Class-Hotel. Und du hast es auch nicht mit Personal zu tun, das geschulte Hotel. Miene frisst Holz. Holz ist die einzige Energiequelle. Und es gibt nie genug davon. Aber sie können sich nicht wirklich beschweren, denn die Burschen sind die heimlichen Lieblinge der Mamsell. Die wahren Arbeitstiere sind die Dienstmädchen. Nach 3 Wochen Zeitreise haben sie dicke Hornhaut auf den Fingern und Muskeln am ganzen Körper. Nur ihr Kopf wird nicht gefordert. Im Prinzip waren die Mädchen der damaligen Zeit, 1906, waren kleine Maschinen. Die waren kleine Maschinen. Das waren Maschinen. Spülmaschinen, Wasserpumpen, Mahlmaschinen, Wasser-Raustragemaschinen. Ja. Es waren wirklich, es ist eine total maschinelle Arbeit und der Mensch funktioniert wie eine Maschine. Nun steht auch noch die große Wäsche vor der Tür. Wahre Kleiderberge. Dreckwäsche ohne Ende, Arbeit ohne Ende. Also ich möchte nicht als Frau 1906 geboren sein, wirklich nicht. Ich auch nicht. Da bin ich, und also als Frau, als arme Frau, wenn man direkt im Adel geboren wird, das ist auch nichts Feines gewesen. Nicht vergleichbar mit heute, aber es... Aber als Arme, als Gesinde geboren zu werden, das ist hart. Herr Weber nähert sich zum ersten Mal dem Lieblingstier aller Gutsherren.
Ich bin früher sehr, sehr viel geritten, aber das letzte Mal auf dem Pferd gesessen habe ich vor 24 Jahren exakt. Aber ich gehe hier nicht raus, ohne hier einen perfekten Ritt durchs Gelände absolviert zu haben. Sollte es jetzt einen spektakulären Unfall geben, leite ich das gut weiter. Gnefrau. Bring mir mal einen Steri-Strip. Das war die Schnalle. Was ist ein Pflaster? Ja, zeig doch mal erstmal, wo das ist. Oh, halt mal die Tasche. Ist das nicht dezent? Aber ein Pflaster sollte man drauf machen, sonst läuft das immer wieder runter. Vom Pflaster will Herr Weber nichts wissen. Ihn hat der Ehrgeiz gepackt. Ja, komm, ich In der Waschküche laufen die Vorbereitungen für den Waschtag an. Was eine moderne Waschmaschine in ein paar Stunden schafft, dauert um 1900 Tage. Waschtag ist alle drei Wochen. Und alle drei Wochen würde man die dreckige Wäsche lieber dreckige Wäsche sein lassen. Doch die saubere Kleidung geht aus. Ja, dann nehme ich jetzt meine dreckige Bluse und tue sie zu den Bergen von anderer Wäsche und bedauere das Personal unendlich, weil es hat jetzt noch unendlich viel mehr zu tun als ohnehin schon vorher. Wie früher kommt Hilfe aus dem Dorf. Ich komme. Zwei Frauen mit Erfahrung. Dann kommen Sie doch mal rein. So, da haben wir jetzt das Corpus Delicti.